Die Führungsgremien der CDU in Nordrhein-Westfalen haben jetzt das Verfahren bis zur Wahl eines neuen Landesvorstandes festgelegt. Bis zum Ende der Sommerferien werden sich alle diejenigen, die an einer Kandidatur für den Landesvorsitz interessiert sind, erklären. Und anschließend wird es Vorstellungsrunden der Kandidaten in allen Regionen des Landes für die Mitglieder der CDU geben. Das ist wichtig, denn wir sind überzeugt davon, es gibt viel zu besprechen, es gibt viel zu diskutieren in dieser Zeit mit den Kandidaten über die Zukunft der CDU. Wofür stehen wir, wofür wollen wir in Zukunft stehen? Diese Vorstellabende sind wichtig und es wird sie auch geben, wenn es nur einen Bewerber geben sollte. Wenn es mehrere Bewerber für dieses Rennen um den Vorsitz geben sollte, dann steht die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung offen. Eine sehr gute Gelegenheit, die Meinung, die Einschätzung unserer Mitglieder im 160.000 Mitglieder starken Landesverband Nordrhein-Westfalen zu erfragen. Und ich bin sehr dafür, dass wir dann eine solche Mitgliederbefragung nutzen, nicht nur für eine Briefwahl, sondern auch für einen richtigen Wahltag, an dem man in einem Wahllokal auch auf andere Mitglieder der CDU treffen kann, wo Veranstaltungen stattfinden, wo wir den Aufbruch, den die CDU in Nordrhein-Westfalen jetzt vor sich hat, dann auch spürbar machen. Es wird aber in den nächsten Monaten nicht nur darum gehen, Kandidaten kennenzulernen und zu befragen, sondern wir wollen die Zeit bis zu einem Sonderparteitag im Oktober, November auch nutzen, erste inhaltliche Impulse anzustoßen. Wir glauben in den Gremien, den Leitungsgremien der Partei, dass das Thema Schule und Bildung am dringlichsten ist. Und deswegen wird nach der Sommerpause der Anstoß für eine solche Debatte erfolgen. Der Parteitag wird sich ebenfalls neben den Personalfragen auch mit Schul- und Bildungsthemen beschäftigen. Aber es soll der Anfang einer breiten Debatte in der Partei sein, nicht der Schlusspunkt. Wir wollen uns Zeit nehmen, ausführlich und in der Tiefe mit unseren Mitgliedern darüber zu reden, wie sich die CDU Nordrhein-Westfalen beim Thema Schulpolitik in Zukunft aufstellen wird. Dazu lade ich die ganze Partei herzlich ein.